Jetzt kommt noch so Show & Shine. Und da hat Platz 10 der Ralf. Ich habe nur Ralf gestehen. Platz Nummer 9, Dennis Schulze. Platz Nummer 8, Anja Thiermann. Platz Nummer 7, Christian Appel. Platz Nummer 6, David Petro. Platz Nummer 5, Dirk Thies. Platz Nummer 4, Michael. So, und schon sind wir in den Top 3. Platz Nummer 3, Christian Behring. Denke an die Powerlogge. So, und Platz Nummer 2, Michael Schulenberg. Ja, und Platz Nummer 1 bekommt Sebastian Derbord. Jetzt sind wir soweit erstmal durch, aber es wurde hier ein Autoschlüssel abgegeben. Und der befindet sich jetzt bei der kleinen Dame links neben mir, Kerstin. Falls jemand einen Autoschlüssel sucht, der ist bei uns in Händen. Was ist das? Das ist jedenfalls ein Opel. Dann wird es aber schwer, den Besitzer zu finden. Frag dich, frag dich. Gut. Jetzt kommt Basti wieder wegen dem Wanderpokal. Dazu viel Spaß. Wir haben beschlossen, dass wir dieses Jahr einen Wanderpokal machen. Mit den Südoldenburgern zusammen. Und ich denke mal, du kannst das mal ein bisschen erklären, was wir uns da gedacht haben. Ja, Mahlzeit. Schönen guten Abend erstmal. Ich habe natürlich keine Ahnung von den beiden, die da sind. Also bei uns auf dem Opel, der ist Garrel. Da sind zwei Leute da gewesen und das waren Sven Schabelow und Heiko Bartsch. Und dazu kann ich sagen, der Heiko Bartsch hatte bei uns so gesehen gewonnen mit 20 Punkten und der Sven Schabloff hatte 18 Punkte bei dem Show- und Scheinpokal.
So wie ich gerade mitbekommen habe, der Heiko Bartsch ist hier da. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viele Punkte er hatte. Dafür müsste ich das Mikrofon wieder abgeben. Gut. Um das Ganze abzukürzen, mir wurde gerade gesagt, der Heiko Bartsch ist da, hat an dem Show- und Schaltbescheid teilgenommen. Deswegen hat er den Show- und Schaltpokal gewonnen. Und dann würde ich mal sagen, Heiko Bartsch, bitte nach vorne. Damit darf ich beglückwünschen. Alles Gute. Dein Pokal. So, der erste Platz, Show und Schein. Einmal kurz die Stimmlage bitte. Einmal kurz die Stimmlage, ich habe hochgehalten. Show und Schein, Heiko Bartsch, der hat noch auf den Tor gekommen. Herzlichen Glückwunsch und einen riesigen Applaus bitte. So, und mir wurde gerade mitgeteilt, damit ist der Start für die Party begonnen und ich wünsche einen recht erholsamen Abend und viel Spaß in Zeven. Auf Wiedersehen! Seid ihr gut drauf? Ja! Okay.